Ja, guten Morgen, heute am Montag, den 12. April, mit ein bisschen Videohilfe für eure heutigen Aufgaben. Im Mathematikbuch habt ihr heute auf Seite 120 die ganze Seite zu erledigen. Eine kleine Hilfe für die Nummer 1. Wenn dieser Tintenklecks hier jetzt für euch zu schwer ist, um hier von oben nach unten zu rechnen, dann macht die Umkehraufgabe. Mach statt der Subtraktion die Addition dieser zwei Zahlen, überprüfe es, rechne es aus und dann findest du die passende Tintenkleckszahl. Schnell mal miteinander gemacht. Ich meine, das ist ja eine sehr einfache. 1 plus 8, 9, 4 plus 2, 6 und 4 plus 1, 5. Das heißt, hier gehört der 6er hinein. Also hier kannst du die Umkehraufgabe machen. Bei der Nummer 2 sollst du jeweils zuordnen, bei jeder Rechnung ist irgendwas passiert. Es sind die Rechnungen schlicht und einfach falsch gerechnet. Du sollst jetzt zuordnen, ob a. die größere Zahl nicht oben steht, was zum Beispiel bei 145 minus 532 der Fall ist, da müsstest du dann den Buchstaben a daneben eintragen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass statt subtrahiert addiert wurde, schau genau, oder dass vielleicht nicht weitergezählt wurde, oder dass von oben nach unten ergänzt wurde. Manche davon, manche Buchstaben kommen zweimal vor, weil es sind 6 Rechnungen und nur 4 Aussagen. Bei der Nummer 3, Rechenrätsel, hatten wir was Ähnliches schon. Halte dich genau an die Anweisungen und dann wirst du wahrscheinlich überraschende Ergebnisse bekommen. Ich behaupte, das letzte Ergebnis ist 99 und jetzt probier es aus. Nummer 4, ebenso, du wirst merken, es ist irgendwas Gemeinsames. Und Nummer 5, da hoffe ich, dass du das einfach mal mit viel Kombinieren und Denken schaffst. Nummer 6, ebenso. Im Übungsteil auf Seite 63 geht es wieder mal hauptsächlich ums Üben. Also rechne und hier sollst du bei der Nummer 1 auch unten die Überschlags- oder Rundungsrechnung auf Hunderter durchführen. Erste Rechnung hat das Buch dir das schon hingeschrieben, 300 minus 200. Bei der zweiten musst du das Runden noch selber machen. Rechenräder, glaube ich klar, immer die mittlere Zahl minus die äußere und du schreibst das Ergebnis darüber. Und mit der Nummer 3 versuchst du mit diesen Symbolen zu rechnen. Die Symbole sind angegeben. Sachprobleme, kleine Hilfe, vielleicht irgendein Wort, das du nicht verstehst. Das mit dem Computer ist, glaube ich, klar. Theatersaal ist der Zuseherraum. Die Leute, die beim Theater zusehen. Und auch das dritte mit dem Zug sollte dir keine Probleme bereiten. So, nach der Mathematik kommen jetzt ein paar Erläuterungen zu den Deutschaufgaben. Wir sind heute auf Seite 44 im Sprachbuch. Und da sollst du versuchen, es können wir leider nicht so machen, dass du jetzt deinem Nachbarkind das beschreibst, sondern hier machen wir Nummer 2. Nummer 2. Beschreibe dich selber und deine Kleidung. Das Ganze zunächst einmal mündlich und dann schreibst du es bitte auch auf. Entweder ins Heft, wenn du es hoffentlich mit hast zu Hause, oder auf ein Blatt Papier. Ich erzähle euch heute die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte. Der Löwe konnte nicht schreiben. Aber das störte den Löwen nicht, denn der Löwe konnte brüllen, Zähne zeigen und mehr brauchte der Löwe nicht. Eines Tages traf er eine Löwin. Die Löwin
las in einem Buch und war sehr schön. Der Löwe ging los und wollte sie küssen. Aber dann blieb er stehen und dachte nach. Eine Löwin, die liest, ist eine Dame. Und einer Dame schreibt man Briefe, bevor man sie küsst. Das hatte er von einem Missionar gelernt, den er gefressen hatte. Aber der Löwe konnte nicht schreiben. Also ging er zu dem Affen und sagte, »Schreib du mir einen Brief für die Löwin!« Am nächsten Tag ging der Löwe mit dem Brief zur Post. Aber der Löwe hätte gerne gewusst, was der Affe geschrieben hatte. Also kehrte er um und der Affe musste lesen. Der Affe las. »Liebste Freundin, wollen Sie mit mir auf die Bäume klettern? Ich hab auch Bananen, total lecker. Gruß, Löwe.« »Aber nein«, brüllte der Löwe, »so etwas hätte ich doch nie geschrieben.« Und der Löwe zerriss den Brief. Dann ging er hinunter zum Fluss. Dort musste das Nilpferd einen neuen Brief schreiben. Am nächsten Tag ging der Löwe mit dem Brief zur Post. Aber der Löwe hätte gerne gewusst, was das Nilpferd geschrieben hatte. Also kehrte er um und das Nilpferd las. »Liebste Freundin, wollen Sie mit mir im Fluss schwimmen und nach Algen tauchen? Total lecker. Gruß, Löwe.« »Nein«, brüllte der Löwe, »so etwas hätte ich doch nie geschrieben.« Und noch am selben Abend war der Mistkäfer dran. Der Käfer gab sich mächtig Mühe und machte auch Parfum auf das Papier. Am nächsten Tag ging der Löwe mit dem Brief zur Post und kam an der Giraffe vorbei. »Po, was stinkt hier?« wollte die Giraffe wissen. »Der Brief«, sagte der Löwe. »Es ist Käferparfum drauf.« »Ach«, sagte die Giraffe, »das würde ich gerne einmal lesen.« Und die Giraffe las. »Liebste Freundin, wollen Sie mit mir auf der Erde kriechen? Ich habe Dung, total lecker. Gruß, Löwe.« »Aber nein«, brüllte der Löwe. »So etwas hätte ich nie geschrieben.« »Hast du ja auch nicht«, sagte die Giraffe. Super wütend zerriss der Löwe den Brief und ließ die Giraffe einen neuen schreiben. Und am nächsten Tag sollte das Krokodil vorlesen. Aber als der Löwe den Brief abholen wollte, hatte das Krokodil die Giraffe schon gefressen. Mit Brief. Also war das Krokodil an der Reihe. Und diesen Brief las der Geier vor. »Liebste Freundin, heute Abend gibt es noch einen Rest Giraffe. Komm auch, total lecker. Gruß, Löwe.« »Oh nein«, sagte der Löwe, »so etwas hätte ich doch nie geschrieben.« Der Löwe zerriss den Brief. Und am nächsten Tag musste der Geier seinen Brief gleich selber vorlesen. »Liebste Freundin, ich bin der Löwe und ich bin der Boss hier. Ich will dich kennenlernen.« Der Löwe nickte zufrieden mit dem Kopf. Ja, so hätte er das auch gesagt. Der Geier las weiter. »Wir können über den Dschungel fliegen. Ich hab auch Aas. Total lecker. Gruß, Löwe.« Jetzt reichte es aber. »Nein«, brüllte der Löwe. »Nein, nein und nochmal nein. Ich würde schreiben, wie schön sie ist. Ich würde ihr schreiben, wie gerne ich sie sehen würde. Einfach nur zusammen sein. Einfach faul unter einem Baum liegen. Einfach in den Abendhimmel gucken. Das kann doch nicht so schwer sein.
Und dann brüllte der Löwe los. Brüllte all die wunderbaren Dinge, die er schreiben würde, wenn er könnte. Aber der Löwe konnte ja nicht. Und so brüllte er noch eine Weile. Warum haben Sie denn nicht selbst geschrieben? Der Löwe drehte sich um. Wer will das wissen? Ich, sagte die Löwin mit dem Buch. Und der Löwe mit den scharfen Zähnen antwortete leise. Ich habe nicht geschrieben, weil ich nicht schreiben kann. Da lächelte die Löwin, stupste den Löwen mit der Nase an und nahm ihn mit. A wie Anfang.